Willkommen zurück zu Dark Souls 2. So, Freunde, wir machen uns heute einen ganz gemütlichen. Ich werde mich, ein bisschen ans Leuchtfeuer setzen und mit euch die gesammelten und hoffentlich interessanten Items durchchecken. Und das ein oder andere werden wir garantiert umrüsten oder umskillen oder was weiß ich nicht alles. Schauen wir doch mal. Es geht los. Jetzt bin ich doch mal gespannt auf das. Das freue ich mich immer. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also die meisten, die kriegen was und gucken dann gleich nach. Ich heb mir das gerne manchmal so ein bisschen auf, muss ich sagen. Also. Ach Gott, jetzt muss ich mich da erstmal durchfriemeln. Was? Na gut. Hier steht zerbrochenes Diebesschwert. Wenn ich da mit den Werten... Okay, da unten sehe ich auch die Werte. Okay, das reicht eigentlich vom Input her. Geschicklichkeit fehlt mir noch ein bisschen. So ein Kurzschwert ist schon mal besser, braucht aber Geschicklichkeit. Hier haben wir das Langschwert Feuer. Und es hat einen Feuerbonus, klar. Leider, Moment, wenn ich das mal kurz durchchecke. Magie, leider nicht auf Magie, aber man hat mir auch gesagt, ich soll gucken beim Aufwerten, was da so hoch geht. Das kann sich auch nochmal ändern. Das heißt, wir gucken uns das gleich nochmal richtig an. Auf jeden Fall brauchen wir nur 9 Geschicklichkeit bei dem Teil. Hat 78 Feuer. Mhm, das ist doch schon mal gut. Ich würde gerne die Infos noch dazu lesen. Genau, Langschwert, gerades Standardschwert. Dieses gerade Schwert reicht in den meisten Belangen aus, denn es, wenn es richtig geführt wird. Jene, deren Ziel das Meistern des Schwertes ist, wird es bestimmt einmal auf ihrem Weg nutzen. So, dann haben wir hier ein zerbrochenes Schwert, leider. Das Heide-Ritterschwert, das haben wir uns ja schon mal angeguckt. Das hat ja von der Attacke 75 und dafür Blitzschaden. Das hat 78 und dafür Feuerschaden. Also die drei Pünktchen, das nimmt sich nicht viel. Aber ich werde mal gucken, was denn so, wie es denn abläuft, wenn ich das levele. Was da so hoch geht. Das werde ich dann gleich mal vergleichen. So, dieses gelbe Kristall-Langschwert. Wo habe ich denn das eigentlich her? Habe ich das aus meinem Extra-Content oder was das ist? 110 ist ja eigentlich ordentlich. Aber nee, ich glaube, das hier waren die Extra-Content-Dinger, aber... Nee, wo hätte ich ein Kristall-Langschwert herbekommen? Wir lesen es trotzdem mal durch. Ein gerades Schwert, in dem ein gelber Kristall befestigt ist. Dieses Langschwert wurde im Eisenschloss gefunden. Im Eisenschloss? Zerbricht aufgrund des von Rost sehr schnell, ist aber leicht und richtet erheblichen Schaden an. Im großen Eisenschloss des alten Eisenkönigs befand sich eine umfangreiche Waffensammlung, die den Welt als Demonstration seiner Macht dienen sollte. Doch als die Niedertracht des Königs das Schloss in seinem Feuermeer versinken ließ, ging es auch unter. Also ich glaube schon, dass das eine Extrawaffe war, die wir eigentlich nicht besitzen. Genauso wie, obwohl das Großschwert haben wir eventuell gefunden, aber so viel Stärke will ich nicht haben. Nein. Und eigentlich will ich auch die Stärke jetzt erstmal nicht auf 13 pushen für das eine. Stoßschwert, aber warte mal, ich möchte trotzdem die Infos lesen. Schwere Großschwerter wird üblicherweise in großen Bögen geschwungen und wirkt gegen mehrere Feinde, wobei solche Angriffe allerdings den Angreifer ungeschützt lassen. Ja, ist logisch, ne? Was ist eigentlich deine Geschichte? Ein Dolch, an dem ein schwarzer Kristall befestigt ist, wurde in den Tiefen des Lochs in der schwarzen Schlucht gefunden. Schwerer als ein gewöhnlicher Dolch, doch der edle Kristall erleichtert das Aufschlitzen. Einige sehr willensstarken Seelen, die in das Loch verstoßen wurden, wollten die Mauern dieses grässlichen Ortes emporklettern und wieder auf der Erde wandeln, doch sie vergingen in Pein und Unmut. Ein abgebrochenes gerades Schwert, okay, das habe ich bestimmt schon mal gelesen. Wir haben auch eine Axt gefunden. Tja, so eine Axt, hey. Warum eigentlich nicht? Schön draufkloppe, aber hat halt kein Element, ne? Sowas reizt mich ehrlich gesagt nicht. Ich hätte schon gern ein Element. Eine große Handaxt. Eher ein Werkzeug als eine Waffe. Seine kurze Reichweite erfordert den Nahkampf. Ja, stimmt, das ist natürlich auch mies, so eine kurze Reichweite. Was mit Gefahren verbunden ist, verursacht aber eine ordentliche Menge Schaden, wenn man sein relativ geringes Gewicht berücksichtigt. Das war auch eine Spezialwaffe. Aber die haben wir auch noch nicht gelesen. Eine ungewöhnliche gestaltete Axt wurde in der Höhle der Untoten gefunden.
gefunden. Die um die Axt entwickelte Ketten und Stacheln verursachen Blutungen, schwächen allerdings die Effektivität der Axt bei Hieben. Eine Waffe hinzugefügte Zusätze, die Feinde peinigen soll, senken oftmals die eigentliche Effektivität. Ja, okay. Ja. So, dann haben wir hier den Morgenstern gefunden. Der erfordert 15 Stärke. Wäre das denn ordentlich? Eine Keule mit stachelbewehrten Kopf. Die Stacheln dieser stumpfen Waffe schlagen blutige Wunden. Normalerweise die Lieblingswaffe von Klerikern, doch ganz klar geschaffen, um Schaden zu verursachen. Der Homunculus Streitkolben. Ah. Ein Streitkolben, an dem Klumpen befestigt sind, wurde im Aida-Anwesen gefunden. Aldia-Anwesen gefunden. Es ist schwerer als ein Standard-Streitkolben, ermöglicht aufgrund der harten Klumpen jedoch effektive Schläge. Weit im Osten Drang Lakes liegt ein altes, mittlerweile längst vergessenes Anwesen. Was dort lauert, ist allerdings zu Recht längst vergessen, denn es ist besser, nichts darüber zu wissen. Oh oh, warum habe ich das Gefühl, dass ich das irgendwie noch erfahren werde? Die Hellebarde? Na, das kann man vergessen, das werde ich nicht ausrüsten. Hellebarden kombinieren Äxte und Speere in einzigartigen Klingenspitzen. Sie können in speerartigen Stoßangriffen oder in axtartigen Schwungangriffen eingesetzt werden. Eine Hellebarde verlangt einem Krieger sehr viel ab, kann aber bei der Verbindung beider Funktionen eine sehr effektive Waffe sein. So, die Stäbe haben wir uns auch noch nicht wirklich angeguckt von dem extra Grimmskrams. Hier geht natürlich die Magie hoch, hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Wie gesagt, ich möchte die extra Sachen nicht benutzen, deswegen wundert euch nicht. Ein in matte Schwärze gehüllter Stab wurde mitten im dunklen Schlund gefunden. Obwohl, das habe ich, glaube ich, gelesen. Okay, dann überspringen wir das. Genauso wie die Glocke, ich glaube, das habe ich gelesen. Mein Bogen, den ich gefunden habe. Kleiner, von Jäger zur Ausbildung genutzter Bogen. Für den Einsatz müsst ihr Pfeile ausrüsten. Rüstet bis zu 2 Pfeilarten aus, damit ihr zwischen ihnen wechseln könnt. Trefft Pfeile mit Pfeilen aus der Distanz, um euch den ersten Treffer die Oberhand zu verschaffen. Armbrust haben wir auch gefunden. Für den Einsatz müssen Bolzen ausgerüstet. Jo, rüstet bis... Ja gut, das ist nichts Neues. So, was haben wir dann noch? Dann geht's weiter mit den Schilden. Bevor wir das machen, zur Abwechslung erstmal entscheiden, welche Waffe wir zukünftig tragen wollen. Da muss ich mal kurz den Schmied um Entscheidungshilfe bitten. Oh, I'd given you up for dead. Almost had me worried, really. Nö, ich habe mir nur ein bisschen Zeit gelassen. Verstärken. Schauen wir doch mal, was er überhaupt dafür will. Bisher habe ich nur Titanitscherben gefunden und wenn ich mir das so angucke, gibt es nur noch Titanitscherben zum Aufrüsten? Haben sie das jetzt so vereinfacht? Das ist ein bisschen extrem, oder? Also mir hat durch das komplexere System eigentlich Spaß gemacht, das Finden dieser Schmiedematerialien. Aber okay. So. Jetzt überlegen wir das Feuerschwert. Wird bei Dingens und bei Stärke und Feuerschaden natürlich besser. Da geht zum Beispiel so ein Wert so um 8 Pünktchen hoch auf beiden Seiten. Bei dem anderen wiederum. Wo ist es überhaupt? Was war nochmal das andere Schwert? Ah, hier. Heidekristallschwert. Da geht der Blitz hoch. Stärke 54. Da ist der Blitzschaden aber auch gar nicht so groß, sehe ich gerade. Da hat man hier ja... Ah ja. Also von den Werten her... Ja gut, 3 Pünktchen war ja der Unterschied. Also bei der Attacke macht mir das nichts aus, aber der Blitz ist halt niedriger. Ne? Und eine deutliche Spur. Und es reizt mich, dass ich die Geschicklichkeit erstmal auf 9 pushen muss. Auch wenn sich das jetzt nicht viel nimmt. Also ich denke, ich werde das Feuerschwert ausrüsten. Ihr habt mir auch gesagt, dass ich das ruhig jetzt schon ausrüsten könnte. Es ist nicht mehr so wie bei dem Vorgänger, dass man dann die Waffe kaum führen könnte. Hier muss man halt nur mit ein bisschen Malus rechnen. Aber ich habe kein Problem damit zu warten, bis wir den Malus ausgemerzt haben. Ist das ein Shard, den du gefunden hast? Ja, ich habe... Lass mich es sehen, damit ich dir helfen kann. To see light. To see hope, however faint it might be.
Ja, ich glaube, ich habe sogar zwei gefunden. Kriegst du erstmal die? Cool, ne? Heißt, es wird verstärkt und nochmal. So, das wird uns helfen. Noch einmal? Habe ich noch eine? Nein, ich habe keine mehr. Okay. Aufsteigen. Ja, bete sie mal von hinten an. Super Sache. Geschicklichkeit auf 9 pushen. Reicht das noch? Ich denke ja. Yay! So. Das haben wir erstmal ausgesorgt, würde ich sagen, mit einer neuen Waffe. Und tschüss. Oder erstmal kurz sprechen vielleicht. Weißt du was Neues? That tiny thing inside the ruins. An ancient being that will mock your Okay, kennen wir schon. Gut. Waffe ausrüsten. Ist doch immer wieder ein schöner Moment, oder? Eine neue Waffe für uns. Da. So. Kann man auch führen. Wo muss es sein? Okay. Schilde. Da muss es doch auch was geben mittlerweile. Das benutzen wir nicht. Blaues Holzschild. Das ist... also die komischen Geschnörkelten, die benutzen wir nicht. Die waren in dem Extra-Dingens dabei. Was waren mit dem da, dieses blaue Holzschild? Da bin ich mir gerade unsicher. Von den Werten her ist es auf jeden Fall schon mal besser. Ach, ich benutze das jetzt einfach. Komm, da mache ich jetzt nicht lang rum. Ob ich das jetzt besitze oder nicht. Ich benutze nur diese extra Verschnörkelten nicht. Das ist auch nochmal extra verschnörkelt, das weiß ich. Okay, gut. Von den Werten her war auch alles in Ordnung, ne? Gut, gut. Was ist das hier nochmal? Die habe ich definitiv selbst gefunden. Die sind teilweise von den Resistenzen auch besser. Das hier ist eigentlich... Das Faustschild ist eigentlich mit 60. Ja, gut. Ach, Quatsch, ich gucke ja falsch. Ich muss da drüben gucken. 85%. Schildschlag ist mir doch egal. Hier habe ich 85%. Hier wäre es die Magie, wäre nochmal... Ne, das nehme ich ja nicht, okay. Nee, okay, dann ist das Schild wirklich gut. Wahrscheinlich dürfte ich es gar nicht nutzen, aber ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. So. Gelesen habe ich die Extra-Schilde schon, das weiß ich. Also müssen wir hier nichts mehr lesen. Und weiter geht's mit der normalen Ausrüstung. Da haben wir ja auch schon einiges jetzt gefunden. Oh ne, gut, das ist ja fast immer das Gleiche. Aber so ein Höhlensoldatenhelm ist was Besseres. Eindeutig. Und ihr habt mir auch gesagt, ich soll auch die einzeln lesen und nicht den Fehler machen, weil besonders Helme, die haben auch mal was anderes. Von der Höhle gewordene Königssoldaten getragener Helm. Offenbar aus exzellentem Material gefertigt, jedoch stark verwittert und dem Verfall nahe. Das Tragen hat kaum Vorteile. Ja gut, aber es ist besser wie das, was ich jetzt... Mal, warum? Achso, das ist ein, auch wenn es gleich aussieht, das ist ein Hülleninfanteriehelm und das ist ein Infanteriehelm. Hüllensoldatenhelm. 34, 33, 36, 38, okay, der ist besser. Grundlegende schlichte Ausrüstung, aber leicht und problemlos einsetzbar. Gut, nimm das. So, hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Auch nichts. Gut. Ringe habe ich auch nichts Neues gefunden. Nö. Gelesen haben wir die schon. Ich könnte mal, was ich da gerade sehe, ich könnte hier auch mal meinen Bogen ausrüsten. Wenn ich das überhaupt schon kann. Da fehlt es bestimmt noch an Geschick, oder? 12. Ich rüste den trotzdem aus. Gegenstand kann mit aktuellen Attributen nicht effektiv genutzt werden. Ja, ist egal. Zum Pullen oder so reicht's ja. Ich weiß, ich könnte das auch mit meinen Zaubern machen, aber... So, dann Pfeile. Habe ich überhaupt schon Pfeile? Ne, müsste ich mal kaufen oder finden, je nachdem. So, was haben wir hier noch alles? Was ist denn das? Verleiht Waffe vorübergehend Magie. Okay. Aromaschlick. Seltsam klebrige Substanz, die ein fahles weißes Licht verströmt. Die betroffene Waffe richtet vorübergehend Magie die Schaden an. Besonders effektiv gegen stark gepanzerte Feinde. Wissen wir ja im Grunde noch. Zauber ohne wissen wir... Goldharz, rostige Münze. Die ganzen Seelen. Das ist jetzt nichts Neues. Das Seelengefäß.
Ein Gefäß, das eure Seelen annehmen wird. Es kann die Stufen-Neuzuweisung ermöglichen. Doch ohne Hilfe kann es euch auch einfach eure Seelen berauben. Wenn ihr wirklich neu anfangen wollt, begebt euch an jenen Ort, an dem euer Abenteuer begann. Ich verstehe, bei der alten Frau. Da ist dieser Wahrheitsverkehrer, den wir für die eine Tür brauchen. Da müssen wir auch noch hin. Pharus der Vagabund streifte der Legende zufolge durch die Lande und erschuf Apparate, die allen helfen sollen. Ja, stimmt, das haben wir ja schon im Shop gelesen. So. Ein Symbol des Abschieds, der schon seit Urzeiten der Kristall schickt andere... Okay, kennen wir alles. Sonst haben wir nichts Neues. Gut. Gut. Gut, gut, gut. Ja, somit sind wir fertig ausgerüstet. Das heißt fast. Denn ich habe ja noch was gefunden, nämlich den großen Seelenpfeil. Dazu möchte ich jetzt mal gucken. Der braucht bestimmt zwei Slots, wenn ich Pech habe. Zaubereinstimmung. Da ist er. Der große Seelenpfeil. Erfordert 14 Intelligenz, was wir haben. Okay, und ein Slot. Ja, wunderbar. Dann kann ich ihn ausrüsten. So. Ist mir lieber, als den doppelt zu haben. Wobei, den doppelt zu haben wäre natürlich auch nett. Ich werde mir definitiv jetzt auf den dritten Slot noch sparen. Aber ich denke, jetzt sieht es doch schon mal deutlich besser mit uns aus. Gut. Wollte ich noch irgendwas machen? Ja, ich wollte mich jetzt einmal bewundern hier. An das Schwert ein bisschen gewöhnen. Ja, schön. Okay. So, was machen wir jetzt? Im Haus waren wir. Könnten langsam uns überlegen, mal zu dem Boss zu gehen. Aber wir haben noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel diesen... Genau, ich werde jetzt nochmal in mein altes Gebiet gehen. Da gibt es noch ein paar Möglichkeiten, die ich mitnehmen möchte. Wir drücken uns noch ein bisschen vor dem Boss. Wir könnten zum Beispiel diesen Wahrheitsverkehrer mal benutzen. Und da gab es auch eine Tür, die sich noch öffnen lässt, dass ich nur nicht geblickt habe. So. Nee, da nicht hin. Da. Ich spiele auch gerade mit dem Gedanken, meine Seelen auszugeben, um mal bei der Lady was zu kaufen. Das soll man ja machen, damit die weiterreist. Aber... oder ich spare. Ja, überlege ich mir noch. Was hatten die nochmal gehabt? Ich gehe nochmal schnell gucken, was die hatte. Hallo. So, nochmal schnell kaufen. Nee, die Schwerter interessieren mich nicht. Ja gut, die Rüstung wird mich wahrscheinlich schon noch interessieren. Den Schlüssel habe ich gekauft, den Verkehrer brauche ich nimmer. Es sei denn, es gibt mehr von diesen Türen, das könnte natürlich auch sein. Ich würde halt das noch reizen. Aber das lohnt sich jetzt gerade noch nicht. Machen wir als nächstes dann, dann hole ich mir das noch doppelt, dann kann ich so richtig unglaublich viel zaubern. So, als nächstes muss ich überlegen, wie ich da hinkam. Ich hoffe, ich latsche jetzt nicht falsch, ansonsten ist das eine sinnlose Wiederholung für euch. Schauen wir mal. Genau, das habe ich ja zerdeppert. Irgendeine Tür, die sich angeblich nicht öffnen lässt, die hab ich ignoriert. Das möchte ich ändern. So, aber hier war das ja anscheinend nicht. Da komme ich schon wieder zurück. Okay, au, oh, oh, ich höre schon. Ja. Alles klar. Ah, das ist doch schon gleich was ganz anderes wie beim Dolch, oder? Schöner Feuereffekt noch dazu, so muss das. Gut, also da oben war nichts mehr. Dann war es unten. Irgendwo. Oh, Mist. Ich weiß nicht mehr genau, wie und wo. Egal, ich gehe es jetzt einfach nochmal absuchen. Was soll's. Können ja nichts falsch machen. Zur Not ist es eben eine Art Farmen, was wir tun. Was meint ihr, ob wir die Exer jetzt töten könnten?
Ach nee, ich habe ein bisschen Schiss. Wenn ihr schon meint, dass man damit noch warten soll. Ah, geil. Du auch gleich noch. Aua. Au. Ah. Shit, das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Ah. So, darf ich jetzt nochmal? Ja. Aber wir haben ja jetzt 4 Stück. Beziehungsweise, ja, 4 insgesamt. Das ist doch fein. So, hier probiere ich mal was. Aber ich glaube nicht, dass ihr die gemeint habt, die Tür. Da was passiert. Es kann wirklich mal unter Umständen passieren, dass da dann jemand meint, ach komm, den mache ich auf. Wenn ich euch richtig verstanden habe. Aber hier nicht. Gut. Dann. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich da irgendwas fliegen gesehen habe. Also bei mir im Zimmer. Nicht hier im Spiel. Wie ist es mit der Tür? Macht hier mir. Oder kann ich die öffnen? Nee, kann ich nicht. Aber wenn es. Nee, da muss, glaube ich, den von der anderen Seite verschlossen, damit das klappt. Ansonsten braucht man wirklich einen Schlüssel. Oder? Ja. Okay. Naja, muss man alles durchchecken hier. So. Hier wieder durch. So, wie sieht's mit dir aus? Auch verschlossen. Ich klopfe jetzt trotzdem überall an. Okay, tut sich nix. Stopp auf. Und tschüss. So, dann sind wir wieder hier, aber hier hatte ich nichts übersehen. Den einen Typ da, mit dem nochmal reden, nachdem wir jetzt sein Haus geöffnet haben und die Karte entdeckt haben. Ich weiß es nicht, ob das was bringt. Ihr könnt es mir ja mal schreiben. Weil extra jetzt den Weg dorthin und dann bringt mir das Gespräch vielleicht nichts. Das wäre ja schade, ne? So, nächster. Ja, das ist so viel angenehmer mit dem Schwert. Das macht richtig Spaß jetzt. So, ja, also der Weg war. Wow. Der Weg war jetzt eigentlich umsonst, den ich gegangen bin, aber hey. Und dann nochmal sich orientieren. Oh nee, ich mag euch nicht. Hab ich das schon mal erwähnt? Schnell runter. Ich mag euch nicht. So, ich weiß wieder, wo ich hin muss, glaube ich. Deswegen mache ich schnell. Ich möchte hier lang. Den dicken mache ich aber mit großen Seelenfallen. Jawohl. Ach nee, da kommen ja auch die anderen wieder. Warte mal, die mache ich mit kleinen. So. Bevor die mich anfangen zu nerven hier. Ah, diesmal hast du mich aber spät gesehen. Ja, die Wand feuern bringt dir nichts. So, jetzt der Große. Mal schauen, wie die sind. Huch, ich wechsle gerade falsch rum. So. Großer Seelenfall. Geht auch recht schnell. Tut natürlich deutlich mehr weh. Trotzdem muss ich aufpassen jetzt. Wenn der einmal. Oh, wie fies das ist, dass er dann noch schnell ein paar Schritte vorgeht, ne? Eigentlich ein fieser Smurf-Map hier. So, aber den haben wir auch geblättet. Jetzt gehen wir nochmal da rein. Eventuell latsche ich auch gerade Richtung, ja, ich glaube, ich latsche gerade Richtung Boss, aber das macht eigentlich auch nichts, wisst ihr was? Dann gucken wir uns einfach mal... Ah nein, hier ist noch die Tür, genau. Auch verschlossen. So viele Türen gefunden, sie bringen mir noch nichts. Vielleicht ist da auch gar kein Boss. Ich weiß es ja gar nicht. Aber ich hab, wir haben doch schon so lange keinen Boss. Ich vermute es einfach mal stark. Das sieht auch so bewacht aus, sag ich mal. Ja, den Boss mit halber Energie sich anzuschauen ist natürlich ein bisschen schwachsinnig. Aber einmal will ich einfach jetzt mal gucken. Komm, einmal gucken. Was soll's. Hier war ja nichts mehr, ne? Ach, da steht noch einer auf. Warte mal, ich mache ich so. So, Gegenstand. Was hast du für mich? Oh, danke für den Lebensstein. Sehr schön. So, wollen wir mal schauen, ne? Große Seelenpfeiler.
jetzt fährt's. Kein Boss, ich werd verrückt. Das geht einfach hier weiter. Alter! Ich freue mich ja. Ich bin gar nicht so scharf auf Bosse. Okay, cool. Es geht weiter. Habe ich mich ja umsonst angestellt hier. Ah, jetzt bin ich auf der Seite. Ich verstehe. Jetzt werde ich mir gleich meine Abkürzung bauen. Mal ein bisschen checken. Ach ja, ich... Versteckte Wände ist auch noch so eine Sache, die ich nochmal angehen muss. Ich muss noch so viel angehen in diesem Spiel. Oh, ist das schön. So, Feuerpfeil. Nicht schlecht. Jetzt kann ich eventuell... Bestens. Das ist doch mein altes Gebiet, ne? Ja. Eine Abkürzung, sehr schön. Okay. Ich wechsle mal rüber zum Schwert. Was ist denn das? Was bist du? Ist das so eine Kristallhexe, die mir was gibt? Oder ist das ein ernstzunehmender Gegner? Es ist eventuell ein ernstzunehmender Gegner. Nein, es ist so eine Kristallhexe. Okay, gut. So, da huckt einer. Den werde ich mal zermöbeln. Wer fällt denn auf den Trick rein, mal ehrlich? So, wo bin ich denn jetzt? Nochmal ein bisschen X drücken. Okay, okay, okay. Ist ja gut. Ich habe das Gefühl, ich drücke immer an jeder Wand, nur nicht an den richtigen. Oh, da liegt noch was für mich. Großer Lederschild, Lebensstein. Ach komm, das Lederschild gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ne, hier bin ich eigentlich falsch. Geht gleich in die Ausrüstung. Lederschild. Der hier sieht ein bisschen strange aus. Oh, 90%. Dafür ein bisschen weniger Magie, aber die Grundressis gehen auch hoch. Wisst ihr was? Da ich mir bei dem eh unsicher bin, ob ich das gefunden oder durch den DLC da Dings da hab, nehme ich jetzt auf jeden Fall was Reguläres. Wie ist deine Story? Von Jägern bevorzugt, ein lederbedeckter Schild. Metallschilden ist es zwar im Hinblick auf Stabilität und physische Schadensverringerung unterlegen, doch dafür ist es mühelos zu nutzen und so leicht, dass es für sein Tragen kaum Stärken vonnöten ist. Stimmt. Ja, dann nimm doch hier. Das hat doch schöne Werte. Okay. Sieht zwar ein bisschen seltsam aus. Wie so ein großer Pizzateller, aber hey, ich mag Pizzateller. So. Sicher? Kann ich hier nicht was zertrümmern oder so? Vielleicht mit einer Fackel verbrennen, ne? Ah, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Vielleicht mit einer Fackel verbrennen. Vielleicht aber auch nicht. Beziehungsweise ich habe ja ein Feuerschwert. Müsste ja auch verbrennen dadurch. Rein theoretisch. Kann ich dich anzünden mit meinem Feuerschwert? Wäre doch nur logisch. Aber nee, sowas geht natürlich nicht. Na egal. Kann ich das runterwerfen? Nein. X oder so bringt auch nichts. Gut. Okay. Dann weiter. Dann gehen wir mal hier drüber, ne? Aber ich hab... Ja, das wird mich dann runter... Das wird mich dann runterfahren, ne? Runterfahren zu der Echse, was ich eigentlich gar nicht will. Da ist doch... Da unten war doch die Echse, oder? Ich sehe sie gerade nicht. Ach komm, trauen wir uns einfach. Vielleicht ist auch ein Boss da unten jetzt. Och, schaut euch das Vier, ne? Na gut, komm, was geht's? Geh mal runter. Sie ist bestimmt schon Feuer und Flamme für mich, wetten. Am besten jetzt schon eine Fluchtmöglichkeit. Ich weiß nicht, wo es rausgeht hier gleich. Okay, hier stehe ich ja noch relativ sicher. Ich begrüße es mich nicht gleich. Hallo. Oh, da hinten ist eine Nebelwand. Aber wenn da kein Boss kommt, weiß ich auch nicht. Oder vielleicht ist die Echse ja mein Boss. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Oh Gott, ich will nicht. Ja, wir werden jetzt... Oh, da steht noch einer. Okay. Das ist aber ein schöner Abschluss des Parts. Wir werden gleich einen richtig schönen Boss-Fail machen. Aber zuerst werde ich die Tür noch öffnen. Aber sowas von. Och komm, warum ist hier alles verschlossen?
Wie viele Türen wollt ihr noch verschließen vor mir? Komm, beruhig dich. Okay. Ja. Jetzt fetz, würde ich sagen. Warte mal. Dann nehme ich lieber die Lebenssteine. Ist da was? Nein. Okay. Ja, also wenn wir den Boss, also wir werden im nächsten Part, werden wir den Boss nicht angehen. Da werde ich erst noch andere Wege latschen und noch ein bisschen was machen, was noch möglich ist. Und dann werde ich natürlich Menschlichkeit benutzen. Jetzt mit der halben Energie, das ist natürlich ein Witz. Das ist jetzt ein kleiner Teaser, was uns demnächst für ein Duell erwartet. Wenn jetzt kein Bosskampf kommt, ja? Weiß ich auch nicht. Okay. Wow, das ist ganz schön schnell anscheinend. Obwohl es so erst so dreckig und groß aussah. Na super. Wow, 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 das ist ganz schön eilig, oder? Erstmal weg hier, würde ich sagen. So, mal gucken, was wir für einen Schaden machen. Ja, ist solide. Okay, unser erster Bosskampf, Leute. Oh, ich muss gucken, dass ich meine Ausdauer nicht so... Okay. Gut, das hat aber bestimmt noch mehr drauf. Ich freue mich jetzt erstmal nicht, dass ich ihm ausweichen kann. Und weg, und weg, und weg. Mhm, okay, gut. Ja, gleich machen wir auch weniger Schaden, sobald... sobald meine großen Seelenpfeile leer sind. Wirkt er ja relativ schaffbar. Aber der kann mehr. Ich mache mir da noch gar keine Hoffnung. Ich habe noch nie einen... Ich habe wirklich noch nie einen Dark Souls Boss beim ersten Mal geschafft. Weder der erste noch sonst irgendeiner. Das war immer mit Problemen verbunden. Jetzt reißt er sich seinen Arm aus. Das ist ja auch mal schick. Ich habe keine Magie mehr. So, wechseln und jetzt weg da, weg da, weg da. Ja! Jetzt hat er ein bisschen mehr Reichweite. Der Kerl ist clever. Der merkt, dass er nicht an mich rankommt. Da macht er einfach eine Arm-Extension. Cleveres Büschen. Aber an sich... denke ich, absolut schaffbar für den ersten Boss. Wenn ich jetzt mit voller Energie reingehe, dann werde ich auch kein One-Hit sein. Okay, gut, gut. Ich bin guter Dinge bei dem Vieh. Zumindest mit Magie. Ich denke, wenn man draufbolzt, ja gut, ich weiß nicht, das wirkt so baumartig, ja zum Teil. Das brennt bestimmt auch gut. Aber ich denke, wir werden das mit Magie ganz gut hinkriegen, das nächste Mal mit voller Energie. Beziehungsweise... was heißt das nächste Mal, wenn wir das nächste Mal überhaupt angehen? Es war auf jeden Fall schon mal ein leckerer Vorgeschmack. Doch nun, werte Freunde, ist es mal wieder Zeit, leider. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2.